gold medalist, and Youth Olympic Games champion, Austria, Sandra Lettner. Ja, auf dem Podest. Es war so ein schönes Gefühl und auch mit der Medaille. Bei der Hymne habe ich dann nochmal alles so ein bisschen Revue passieren lassen und es war richtig schön. Also ich realisiere es eigentlich noch nicht ganz, aber natürlich, wo ich es erfahren habe, dass ich Dritte geworden bin, da sind so viele Gedanken herumgegangen und es ist einfach so unglaublich und es ist, ich kann es gar nicht glauben. Ich muss ja, glaube ich, mal eine Nacht drüber schlafen. Sehr emotional. Ich war wirklich begeistert, auch von der Atmosphäre gesamt. Und natürlich von den Leistungen, die die beiden Mädchen geboten haben. Es war ja sehr knapp auch am Schluss. Chapeau für die beiden Mädchen, dass sie auch die Nerven bewahrt haben und ihr Können abgerufen haben. Die Sandra mit Gold, das ist natürlich ein Riesending, weil Klettern ist eine der kommenden Sportarten, ist ja auch in Tokio zum ersten Mal olympischer Bewerb. Dass die Laura dann auch noch Bronze macht, und zwar nur ganz knapp. Sie war super unterwegs auch, also die beiden Mädchen, ganz große Gratulation. Ja, Speed, das war echt mega. Also war ein bisschen Glück im Spiel, aber natürlich habe ich alles gegeben. Ja, es ist immer ein bisschen schade, wenn viele alle Bowler tappen, aber man kann es halt nicht ändern, man versucht immer nur das Beste zu geben. Heute habe ich aber wieder mal so die richtige Nervosität gespürt vor dem Lied und ich war eigentlich echt nicht so ruhig. Aber es hat dann noch ziemlich gut hingehauen. Ich habe mich bei einer Stelle noch abschütteln können und dann den oberen Teil auch noch machen können. Ich habe halt von unten an Gas gegeben, damit ich halt erst recht spät einen Pump bekomme, habe wenig gerastet. Ist sie leider um Anzug nicht ausgegangen, aber ich bin voll zufrieden mit meinem Ergebnis. Ja, das war immer schon mein Traum, bei den Olympischen Spielen eben am Podest zu stehen. Das zusammen mit der Sandra noch ist noch schöner. Und einfach die ganzen Leute, die da waren, es war einfach ein super Feeling und das war ein unvergesslicher Moment. Der Weltmeistertitel letztes Jahr hat auch richtig viel Wert für mich, aber jetzt bei den Jugendspielen ist es schon noch mal ein bisschen besser, weil es die eben noch einmal im Leben gibt. Und dass es da jetzt auch hingehauen hat, da bin ich echt richtig froh.